Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, nachdem mich der Damen-Klassiker-Adventskalender von Flaconi jetzt schon so aus den Socken gehauen hat, bin ich gespannt, ob der Men's Edition Adventskalender da auch mithalten kann. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 20 Euro weniger als der für die Frauen, nämlich 99,99 Euro. Und er soll einen Warenwert von 500 Euro anstelle von 600 Euro beinhalten. Aber ich bin echt mal gespannt, was Flaconi hier so reingepackt hat. Er fühlt sich sehr schwer an. Erfahrungsgemäß kann man, ich sag mal, die Hälfte der Produkte auch unisex verwenden. Vielleicht mopse ich meinem Freund dann das ein oder andere daraus. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch für eine zweite Meinung bei der lieben Nicole vom Kanal Chiquitas Place vorbeischauen, denn die lädt auch gerade ihr Video hoch. Und ja, ne? Solltest du auch Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Schauen wir mal, was der 1. Dezember uns so bieten kann. Der war ja schon bei den Frauen richtiger Knaller. Also gut ausgefüllt sind auch hier die Boxen, ne? Transparent Lab ist sowas von unisex. Die Bloat Soothing Eye Serum. Wow. Wow. Mit Koffein, Revital Eis, keine Ahnung, und K1, was auch immer das ist. 15 Milliliter sind hier drin. Wie geil ist das denn? Also mit einem Augenprodukt zu starten ist sehr, sehr gut, finde ich persönlich. Transparent Lab ist auch dafür bekannt, dass die super transparent halt auch ihre ganzen Inhaltsstoffe hier immer so aufführen, ne? Und das kommt in so einem Tübchen. Hier vorne haben wir dann diesen Applikator, wo man das dann auch wahrscheinlich sehr schön dosieren kann. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Produkt, was mein Freund interessieren könnte. Ich kenne auf jeden Fall den ein oder anderen Mann aus meinem familiären Umfeld, der mich schon mal danach gefragt hat, eben nach genau solchen Koffeinserien für die Augen. Was Leichtes, was schnell einzieht, dies, das, Ananas, passt. Der 2. Dezember fühlt sich auch gut gefüllt an. Also generell, der ganze Adventskalender ist echt schwer, ne? Sepp Man, okay. The Groom Hair and Beard Oil, also quasi ein Haar- und Bartöl ist das einmal von Sebastian Professional. 30 Milliliter, auch von der Marke haben die Frauen was drin. Ja, dass eher ein Bartöl ist, ist es dann halt eher für die männliche Fraktion geeignet. Also ich rasiere mir meinen Damenbart eher ab und epiliere ihn weg. Ich möchte ihn nicht pflegen. Und das macht auf jeden Fall, dass die Herren dann entweder halt gepflegtere Bärte haben oder auch eine gepflegtere Kopfhaut, denn das ist ja auch dafür geeignet. Denn man hat halt zwischen den Haaren, beziehungsweise unter den Haaren, also da die Haut, ne, da wo die Haare halt rauswachsen, die ist eigentlich auch noch mit einem speziellen Pflegebedürfnis unterwegs. Und das vergessen wirklich viele Männer und haben dann auch manchmal so einen schuppigen oder juckenden Bart zum Beispiel. Also ich kann mich da auch dran erinnern, als ich noch ein Kind war, wie oft haben die Männer in meiner Familie sich im Bart gekratzt und so, ne? Die hätten mal das verwenden sollen. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Und da haben wir etwas drin enthalten von Michael Kors Pour Homme, ein Eau de Parfum mit 5 Millilitern. Natürlich, ne? Wenn die Frauen Duftminiaturen bekommen, sollen die Männer es natürlich auch kriegen. Ja, mein Freund wird das jetzt so eher weniger verwenden, aber der Mann von seiner Mama, ich glaube, den werde ich damit richtig happy machen. So schaut das einmal aus, denn der fragt mich auch immer, Claudi, hast du vielleicht irgendwie neue Düfte als Parfümproben oder so? So ein richtiger Duftjunkie. Doch für den wäre das auf jeden Fall was Geeignetes und ich kann nichts zum Duft sagen, aber ich finde es schön, dass es drin ist, denn Flaconi ist eine Parfümerie, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Oh, das ist aber auch Homme Eisenberg Paris. Soin Active Calmant Hydratant Visage et Yeux. Das ist ein für das Gesicht und die Augen ein Produkt mit 5 Millilitern. Das ist nicht viel, aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr teuer sein. Würde ich jetzt mal ganz entspannt so denken, wenn die halt nur 5 Milliliter reinpacken, ne? Ja, gut. Im Prinzip die zweite Augencreme. Aber es soll ja auch fürs Gesicht komplett möglich sein, das zu verwenden, ne? Aber wie riesig ist bitte schon die Tube für 5 Milliliter? Überdimensioniert. Hui, der 5. Dezember, der Tag von Nikolaus, enthält auch was Großes, Schweres. Da haben wir Porsche Design Pure 22 Hair and Body Shampoo. Das ist natürlich auch eine nice Sache, ne? 100 Milliliter sind drin, weil ich glaube, einfach mal so, ich denke einfach an die Männer in meiner Umgebung. Also sowohl zum Beispiel aus meinem Freundeskreis, als auch aus meiner Familie, ne? Ich glaube, wenn die einfach lesen, Porsche Design, so, ich bin ein geiler Typ, ne? Ich verwende ein Duschgel von Porsche Design. So, ja, es ist überspitzt, das tut mir leid. Es riecht halt nach einer ganz normalen Männerumkleide. Ein bisschen aquatisch, würzig halt auch. Ja, aber ich glaube, das feiern die. Also, glaube ich, denke ich. Ja, da habe ich schon jemanden ganz Besonderes in meinem Hinterkopf.
Also der 6. Dezember hat hier irgendwie alles einreißen lassen. Nikolaus, ne? Da ist auch was Großes, sehr Schweres drin. Und da wird den Männern gesagt, ich habe was ganz anderes gelesen. Okay, Parfüms JF Schwarz Loose Berlin. Ich habe Schwarz Loose gelesen. Oh, Hand and Body Wash, Hand- und Körperseife, 250 Milliliter. An und für sich ist es natürlich richtig toll, ne? Also, dass man hier halt nochmal so auch eine Seife theoretisch mit dabei hat. Aber du hast jetzt eigentlich zwei Duschgels hintereinander. Das ist ein bisschen doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte man den Porsche vielleicht woanders parken können und, ne? Genau, hier haben wir Neroli und Ingwer als Duft. Also mein Freund wird es feiern. Wenn der das bei sich am Waschtisch stehen hat, das wird der richtig toll finden. Der steht halt auch auf diese harten Verpackungen, auf dieses kerlige, ne? Das ist halt seins und deswegen ja, kriegt er das demnächst an seinen Waschtisch. Der 7. Dezember ist jetzt hier bei mir und da habe ich in diesem kleinen Schätzelein ein Gesichtsspray mit dabei mit Aloe Cucumber and Green Tea 59 Milliliter von Mario Badescu. Das ist wie so ein Toner, ja. Da könnte man die Männer animieren, dass sie auch mal sowas verwenden. Das ist sinnvoll, ne? Dass wenn man halt sein Gesicht gewaschen hat, danach nochmal einen Toner, ein Gesichtswasser verwendet, einfach um die Haut nochmal so ein bisschen zu chillen, den pH-Wert zu regulieren und zu machen, dass wenn man danach noch weitere Produkte verwendet, die Wirkstoffe aus diesen weiteren Produkten besser in die Haut einziehen können. Wie so eine Art Autobahn funktioniert sowas, ja. Und das hört sich auch sehr beruhigend an, ne? Mit Aloe Vera, Gurke, grüner Tee ist halt auch so ein bisschen belebend. Ich glaube, das könnte auch ein richtig schöner Wachmacher sein. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und die ist halt auch wirklich richtig schön groß und auch derbe gefüllt. Was haben wir denn hier? Kiko? Interessant. Das ist ein Serum Skin Trainer Youth Generating Serum. 40 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Das ist wirklich schwer. Also Kiko kenne ich auch auf jeden Fall schon. Ja, das ist eine schöne italienische Marke, ne? Da kenne ich auch sehr viel von den dekorativen Kosmetikschätzen. Die habe ich auch in meiner Sammlung. Und von der Skincare habe ich noch nicht so viel getestet. Ihr bekommt Kiko übrigens auch bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt immer den maximalen Rabatt auf alles Mögliche dort auch bekommen könnt, ne? Und da hatte ich auch schon gesehen, dass Kiko neue Produkte rausgebracht hat. Habe sie aber noch nicht ausgetestet. Interessant, dass das hier mit 40 Millilitern in dem Männer-Adventskalender drin ist, bin ich vollkommen ehrlich. Ein regeneratives, verjüngendes Serum mit gezielter Wirkung gegen oxidativen Stress. Skin Trainer passt aber vom Namen her vielleicht auch schon wieder, ne? Weil man dieses wir packen das an damit vermittelt bekommt. Ich weiß es nicht. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas Kleineres freuen. Und hier haben wir auch wieder etwas zum Düften dabei. Ein Eau de Parfum Ambre Kanja Nuit Nomade. Eine Nacht in der Normandie. Okay. 10 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das wird sehr wahrscheinlich auch ein Duft so zum Sprühen sein. Und nicht eine Miniatur. Mal gucken. Vielleicht halte ich mein Näschen da gleich mal kurz dran. So schaut es aus. Das sind halt diese klassischen Fiolen, ne? Boah, sehr würzig. Oh Gott. Sehr, sehr würzig. Und der hat auch ein bisschen was Vanillemäßiges mit dabei. Aber würzig. Ich könnte mir diesen Duft sehr gut an meinem Papa vorstellen. Also das wäre schon so etwas, was ich für ihn so in einen Adventskalender packen würde. Wobei der wahrscheinlich von mir einen Lego-Adventskalender kriegt. Der hat nämlich mein altes Kinderzimmer in ein komplettes Lego-Zimmer verwandelt. Alto Belli, Leute. Mein Jugendzimmer. Das ist so geil, was der da aufgebaut hat. Eine komplette Welt, ne? So schön. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Da habe ich eine Tube drin und zwar Recipe for Men, das Facial Cleanser Produkt, finde ich sehr gut. Ein Reinigungsgel fürs Gesicht, für Männer, 25 Milliliter sind drin. Es macht Sinn, halt auch Hautpflegeprodukte explizit für Männerhaut zu konzipieren. Ne? Es gibt Produkte, die kannst du unisex verwenden, aber bei speziell für Männerhaut oder speziell für Darmhaut entwickelte Produkten gibt es da auch manchmal Unterschiede, weil Männer haben zum Beispiel auch eine dickere Lederhaut, das ist ja auch eine so der Hautschichten, weswegen da halt manchmal eine etwas andere Pflege sinnvoll ist. Hier halt einfach nochmal gut im Adventskalender, dass man die Männer darauf hinweist, so hey, Gesichtsreinigung ist sehr wichtig und danach kannst du gerne den Toner verwenden, dann nimmst du ein Serum, dann nimmst du ein Augengedönsen, dann nimmst du eine Creme, ne? Lichtschutzfaktor läuft. Oh, der 11. Dezember, die erste Schnapszahl hat ein bisschen gelitten hier.
Center would scan this, steht hier auch überall immer wieder drauf. Also du hast hier zu den einzelnen Produkten auf den Boxen halt auch die QR-Codes, ne? Dass man da halt direkt nochmal ein paar Infos zu bekommen kann. Ahava Soothing Aftershave Moisturizer for him. Da haben wir 15 Milliliter mit drin. Also, ne, das ist ein Produkt, was man halt quasi nach der Rasur verwenden kann, um da die Haut nochmal zu beruhigen. Das wird dann wahrscheinlich irgendwie auch so mit Panthenol und so einem Kram sein. Ja, schön. Also die Nummer 12, die Halbzeit ist echt auch nochmal ein Brecher hier. Ist ja wahnsinnig krass, ne? Wahrscheinlich ein riesiges Duschgel. Von NYX Men ein Duschgel, und zwar das Multi-Use Shower Gel Face, Body and Hair mit Oak and Hornbeam Extracts. Was war Oak nochmal? Und was ist eine Hornbeam? Keine Ahnung. 200 Milliliter sind hier auf jeden Fall drin. Oak ist Eiche, ne? Genau. Und Hornbeam? Keine Ahnung. Kriege ich jetzt auch so nichts raus. Aber das ist halt wieder so eine klassische Verpackung. Meinem Freund brauche ich jetzt mittlerweile nicht mehr unbedingt mit Duschgel kommen. Hat er mir gesagt, der hat genug. Aber ich weiß, dass viele Männer in meinem Umfeld sich darüber freuen würden. Der 13. Dezember ist ein bisschen leichter. Mal gucken, was wir hier finden. Oh, wir bekommen auch eine Maske. Starskin VIP. Das ist schön. The Gold Mask Eye. Revitalizing Eye. Das ist für die untere Augenpartie. Die hatte ich auch schon öfters in Adventskalendern und Boxen drin. Finde ich sehr schön. Also hier sehen wir auch ein bisschen, wie man das dann so anwenden kann. Und das soll halt so ein bisschen revitalisieren, abschwellend wirken und so. Und die Hautpartie einfach schöner wirken lassen. So ein kleiner, ja, Mini-Bügeleisen quasi. Der 14. Dezember ist jetzt hier und das fühlt sich auch relativ schwer an. Hier haben wir von Pi das PHA Clarifying Face Wash. Das ist interessant. 28 Milliliter sind hier drin. Das ist ein chemisches Peeling und die mildeste Form davon, ne? Also es gibt PHA, BHA und AHA, und PHA ist immer so diese Einstiegsgeschichte. Hier steht ja auch, dass man das dann als Face Wash verwenden kann. Das heißt, es bleibt auch jetzt nicht Ewigkeiten auf der Haut, dass du nicht so einen exzessiven Peeling-Effekt hast. Trotzdem empfehle ich immer so ein bisschen, sich an sowas vorsichtig ranzutesten, und empfehle auch immer mal, dieses Video anzuschauen, was ich mal gedreht habe über Peelings, ne? Dass man sich einfach mal so ein bisschen davor informiert. Der 15. Dezember ist jetzt hier und der ist auch sehr, sehr gut gefüllt. Hier haben wir, ich glaube, ein Produkt für die Haare drin. American Crew Fiber. High Hold, Low Shine. Das ist so ein Effektprodukt. Ja, 50 Gramm sind hier drin enthalten und das, genau, gibt halt Textur, dass die Haare sich halt so dicker anfühlen und ein krasseres Finish irgendwie geben. Wie gesagt, 50 Gramm haben wir hier drin. Mein Freund wird das nicht verwenden, der hat 3 mm Haare, aber ich kann mir das so bei dem einen oder anderen aus der Familie auch vorstellen und ja, kann man auf jeden Fall immer mal wieder gebrauchen. Der 16. Dezember ist jetzt hier bei mir. Es sind, also ja, es ist schon wieder eine Miniatur, Leute. Es ist einfach schön. Das ist witzig. Das ist ein Parfum, was ich meinem Papa geschenkt habe. Das Versace Eros Eau de Toilette. Wobei ich hier mir, glaube ich, das Eau de Parfum bestellt habe. Ich weiß es gar nicht mehr. 5 Milliliter haben wir hier drin. Das sieht einmal so aus. Und das riecht auch sehr, sehr schön. Es ist ein schöner aquatischer Duft. Und das ist eine Miniatur. Und das mag ich sehr gerne. Gehört auch zu den beliebtesten Männerparfums, die es so gibt. Aber ich wollte halt nicht, dass mein Papa den gleichen Duft dann bekommt wie mein Freund. Boss bottelt, ne? Also die sollen nicht gleich riechen. Und Papa ist eh eher so derjenige, der Richtung aquatische Düfte für mich persönlich auch geht. Und deswegen hatte ich ihm das dann auch gekauft. Ich glaube, ja, dieses Jahr muss das gewesen sein. Im Sommer hatte der Geburtstag. Und witzig, dass wir das hier auch so drin haben. Ne? Ist ein schöner Duft. Und einfach schon das dritte Parfum, Leute, ne? Schauen wir mal, was es jetzt am 17. Dezember hier für die Herren gibt. Und zwar Madara. Das hatte ich auch letztens in einem Adventskalender für Frauen drin enthalten. Time Miracle Botanic Retinol Alternative 4% Serum. Also du hast eine 4%ige Alternative zu Retinol, was wahrscheinlich das Barkuchiol sein wird. Und da sind drin enthalten 15 Milliliter. Das ist ein Gesichtsserum, was, ja, einfach sehr schön mit einem Slow-Aging-Effekt ist. Und ich finde es cool, dass es hier mit drin ist. Finde ich richtig, richtig cool. Denn halt so diese pflanzliche Retinol-Alternative, also Barkuchiol, ist auch ein bisschen hautverträglicher, glaube ich. Ist nicht so intensiv vom Effekt her, aber halt auch ein sehr schöner Wirkstoff. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier haben wir jetzt den 18. Dezember. Auch wieder, ne, von oben bis unten gefüllt. American Crew ist hier auch wieder drin. Das Bart-Serum. Conditioning Oil Blend That Keeps the Beard Soft, Shiny and Smooth. Also quasi ein pflegender Öl.
Verbund, Blend, ja, das den Bart soft, also sanft, strahlend und weich hält. Und da haben wir 50 Milliliter drin enthalten. Das ist wirklich eine gute Größe von einer guten Firma. Ja, schön, ne? Also das ist, aber das hat auch was Öliges mit dabei. Naja, vielleicht hat es dann ein bisschen mehr Wasseranteil, dass es deswegen halt eher serummäßig ist. Der 19. Dezember. Dr. Barbara Stuhl. Was? Hat auch eine Männerreihe. Face Cream Men. Oh, wir haben von unserer Gesichtscreme nur eine sehr kleine Größe erhalten. Die Männer bekommen einfach mal 20 Milliliter. Das ist ein Klopperprodukt, ne? Auch wenn man das wahrscheinlich, wenn man die Marke nicht kennt, erst nicht so denkt. Aber das ist vor allem im englischsprachigen Raum eine super beliebte Marke. Die Produkte, die ich von ihr auch schon mal ausprobiert habe, haben mir auch gut gefallen. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Und ich merke gerade, dass ich nicht mehr viele Boxen vor mir habe. Und ich finde den Adventskalender wirklich toll. Sip Man haben wir hier nochmal drin enthalten mit 50 Millilitern. Aber das hier ist The Multitasker Hair, Beard and Body Wash. Ja, komm. Ja, das dürften auch 50, genau, habe ich gesagt, ne? 50 Milliliter drin enthalten sein. Genau, eine sehr, sehr nice Marke. Also da hat mein Freund auch schon das ein oder andere Mal von ausprobiert, verwendet, wie auch immer. Und schön, wirklich schön. Aber wir haben hier sehr viel zum Duschen, sehr viel zum Saubermachen. Also ich persönlich würde mich freuen, wenn die hier vielleicht mal zwischendrin so eine Body Lotion mit reinpacken würden, anstelle von einem Duschgel, ne? Der 21. Dezember. Hier haben wir von Shiseido Men Ultimune Power Infusing Concentrate. Das ist auch ein Serum mit 10 Millilitern mit Triple Tsubaki Technology. Weiß aber Bescheid, ne? Keine Ahnung, was das ist. Genau, das haben wir hier auch noch mit drin enthalten. Auch Seren haben wir hier allerhand drin enthalten. Ja, das ist halt eine kleine Größe, deswegen wird es auch nicht so Ewigkeiten halten. Es sei denn, man ist mein Freund, dann hält es, glaube ich, 5 Jahre oder so. Genau, das sieht halt ähnlich aus wie das. Ciao. Wie das, was wir Frauen auch immer haben, von der Verpackung her, nur dass die Frauen das quasi in Rot haben und die Männer bekommen das hier in diesem schwarzen Packaging. Und da sind sicherlich auch ein paar unterschiedliche Wirkstoffe drin enthalten. Ein stärkendes Konzentrat steht hier drauf, ne? Schauen wir mal, was der 22. Dezember uns jetzt nochmal bieten kann. Die zweite und letzte Schnapszahl enthält was von L'Occitane. Ach, das ist smart, das ist schön. Eine Handcreme ist das mit 20% Shea Butter und 30 Milliliter sind hier drin. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Da habe ich mir auch den Adventskalender bestellt, genauso wie Nicole ja auch. Und, oder beide halt, ne? Und die werden wir auch demnächst mal vorstellen. Die sind, müssten unterwegs sein, kommt ja auch von weit, weit weg aus Frankreich. Genau, schön. Handcreme kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Vor allem 22. Dezember, da ist ja so ein bisschen diese Baumaufstellungszeit oder die Männer gehen und schlagen einen Baum, keine Ahnung, was auch immer die so treiben, hacken Holz und so, ne? Da kann man sowas auf jeden Fall gut gebrauchen. Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, würde ich mir eigentlich der Abwechslungsreichtumsgeschichte halber für die Männer eine Bodylotion wünschen. Hier bekommen die etwas von Murad, ein super teures Serum, was uns bekannt vorkommen könnte. Cellular Hydration Repair Serum ist das nämlich mit 30 Millilitern. Das finde ich richtig nice. Das kannst du halt safe unisex verwenden, ne? Denn Hyaluronsäure ist sowohl für Männer als auch für Frauen richtig gut geeignet. Das ist eine hochpreisige Marke, da kriegt man auch richtig was für sein Geld. Und ja, ne? Hier haben wir auf jeden Fall das Serum drin, das einmal so ausschaut. Und ja, das ist sehr offensichtlich ein Unisex-Produkt, denn das ist ja auch im Frauenkalender. Okay, ich habe jetzt akzeptiert, dass es für die Männer keine Bodylotion gibt. Ich fände es ja richtig, richtig geil, wenn wir am 24. Dezember jetzt ein original großes Parfum drin hätten oder so. Oh mein Gott, ich glaube, das wäre richtig Hammer. Aber sowas machen eigentlich nur die Franzosen. Oder auch nicht. Wie geil ist das denn? Das ist auch der Duft, den mein Freund auch gerne verwendet. Davidoff Cool Water Eau de Toilette. Ist das geil, Leute. 40 Milliliter. Das ist ein super aquatischer, aber sehr, sehr schöner Duft. Das ist so ein nicht aufdringlicher Duft. Ich finde den wirklich, wirklich gut und ich freue mich jedes Mal, wenn mein Freund den trägt. Das ist halt so ein Alltagsduft, ne? Gerade Eau de Toilette ist ja auch nicht so eine mega haltbare Sache, aber das ist mega. Also da freue ich mich gerade richtig doll für die Männer, dass sie hier in der 24 einfach mal ein Full-Size Parfum drin haben. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ey. Und da verzichte ich auch gerne einfach mal auf die Bodylotion. Das ist ein, also, ja, ein sehr sauber machender Adventskalender. Aber ich glaube, dass der gut ist. Also für Männer, die auch ein bisschen Bock drauf haben, mal ein bisschen Skincare auch mal auszuprobieren, ne? So ein bisschen. Und sich auch vielleicht mal ein bisschen so angeschaut haben, was macht meine Frau da eigentlich ständig im Badezimmer vorm Spiegel. Ich glaube, die könnten hiermit richtig Freude haben. Wir haben hier wirklich was so zum links und rechts mal gucken und es ist ein geiler Adventskalender. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare und
ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.